kennt die Methode und Taktik. Mein Auto, die Folie Metallic. Komm mit, Baby, ohne Dramatik. Sag, wo ist die Problematik? Wohne heute Nacht noch im Atlantik. Hab ne riesige Terrasse mit Stadtblick. Auf ihren Instagram war sie ne 1 plus. Aber live krieg ich sie nicht mal gratis. Ah, schwarzer Pyjama von Balenciaga. MDMA frisch aus Bratislava. Blick ist fixiert auf die Kleine mit Tanga. Sie will direkt oder keine Metapher. Mein Bezirk über alles, Bruder West wie ein Leb. Mein Team will der Rest nicht zählen. Bis die nächste C und sie lässt sich gehen. Im SQP, beste Nehm. Interessant, Team Platin-Shirts machen schlank. Kriegst ein Feature mit mein Schwanz. Der Pullover bunt wie Smarties. Und die Cola gibt es gratis. Steht im Blitzlicht und macht Party. Oder sitzt im Maserati. Wo ist der Body? Jo, meine lieben Freunde, euer Andi von der Smokeshow wieder weg am Start. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und heute möchte ich euch einmal den 107 Maxwell Edition Safari vorstellen. 107 hat mal wieder eine neue Sonne rausgebracht, wo eigentlich echt sehr gut und perfekt zu dem Schema Sommer jetzt passt. Maxwell Edition ist da. Ja, eine schöne exotische tropische Früchtemischung haben sie auf den Markt gebracht. Geruchlich hält sich das Ganze sehr exotisch. Sehr exotisch, sehr fruchtig. Ich rieche jetzt hier auf jeden Fall, es dominiert zu 100% die Ananas. Markenzeichen von Maxwell Obststand, ne? Da kommt auch ein neues Album raus, Obststand 2 abchecken. Aber ich freue mich schon richtig auf dieses Album. Die Ananas, die kommt sehr gut durch. Und ich rieche auf jeden Fall eine Mango raus. So eine Säure ist auch dabei. Das werde ich jetzt einmal ein bisschen so auf die in die Maracuja-Richtung ein bisschen so schieben. Geruchlich, wie gesagt, hält sich das ziemlich exotisch. Viele Früchte sind an einem Haufen. Das kann man immer sehr schwer rausdefinieren, was da immer drin ist. Aber ich gebe jetzt einfach mal meinen Tipp ab. Ananas, Mango und Maracuja. Und da wird wahrscheinlich vielleicht mal ein bisschen was anderes mit drin sein. Muss ich sagen, es ist echter Traum. Echter Traum. Schön süß. Schön fruchtig, leicht säuerlich, echt ganz, 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 ganz leicht frisch. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr Frische gewünscht, vom Woman to Go zum Beispiel, die spritzige Mango, wäre perfekt gewesen. Dann wäre der Tabak für mich 1A gewesen. Ist er für mich auch, aber jeder hat so seine verschiedenen Geschmäcker, ne? Sag ich jetzt einfach mal so, ein Arbeitskollege von mir, der kann überhaupt kein Menthol rauchen. Deswegen finde ich den Tabak eigentlich mal auch ziemlich gediegen. Es ist mal gut, dass sie mal ein bisschen eine andere Schiene versucht haben. Nicht immer bloß die Mentholbomben rausgebracht haben. Geschmacklich ist es echt ein Highlight. Also muss ich echt sagen. Schön fruchtig im Mund. Die Ananas, die legt sich richtig auf der Zunge ab. Genauso so wie eine richtig schöne frische Säure. Die Frische ist nicht extrem. Also was heißt extrem? Man hat eigentlich fast gar keine Frische drin. Die Säure bringt eigentlich einfach nur so eine bisschen eine Frische mit. Gibt ein bisschen so einen Kick. Der Tabak ist süß. Da tippe ich mal drauf, dass es eine Mango ist. Also eine Mango schmecke ich hier schon raus. Ja, eine Mango ist auf jeden Fall drin. Eine Mango ist drin, eine Ananas ist drin und meiner Meinung nach auch noch eine Maracuja. Wenn man so einzieht, hat man direkt an der Zungenspitze so eine extreme Säure. Und ich tippe, dass das extrem die Maracuja ist. Also die ausgewogene Mischung ist es mal wieder von 187. Man schmeckt die Komponenten sehr gut raus. Finde ich sehr geil. Also exotische Tropenmischung, da können 2000 Früchte auch drin sein. Aber diese Früchte schmecke ich jetzt raus. Und ich kann auch ehrlich sagen, ich habe ja den California Love, den Woman to Go habe ich auch gesuchtet. Dennis, Grüße gehen an dich raus. Du bist der California, such die mit deinen fast 30 Dosen, was du schon geraucht hast, ne?
Er findet jetzt halt wieder den California Love geiler als den Maxwell. Ich finde jetzt halt ein bisschen den Safari geiler, muss ich ehrlich sagen, weil der California, der geht schon extrem in die Ananas-Richtung. Also natürlich, da ist ja auch Ananas drin, das ist ja auch ein Ananas-Tabak, ne? Aber man hat ja bei dem California Love auch eine schöne Kühle drin. Das fehlt jetzt bei dem Tabak, finde ich mal richtig geil. Aus dem Grund habe ich ja euch schon gesagt, viele Leute mögen kein Menthol. Im Ganzen ist der Tabak für mich auf jeden Fall weiter zu empfehlen. Auf jeden Fall. Muss ich echt sagen, ich bereue es auf jeden Fall nicht, dass ich mir zwei Dosen gleich geholt habe, weil ich habe ja immer die Erfahrungen gemacht, zum Beispiel bei Juicy Pussy, wo ich extrem suchte, und bei Purple Drank, dass ich mir nur eine Dose geholt habe, und dann durfte ich ewig warten, bis mal wieder eine Dose verfügbar war, weil der immer ewig lang ausverkauft war. Deswegen habe ich mir einfach gedacht, ich hole mir gleich mal zwei Dosen. Die eine Dose steht da hinten jetzt an meinem Tabakreservoir. Ja, da kommen wir jetzt gleich mal zu dem Endfazit, weil viel kann man eigentlich nicht erzählen, viel will ich eigentlich auch gar nicht erzählen. Ich will, dass ihr jetzt eigentlich das Video weiterschaut. Zum Endfazit, das ist auf jeden Fall eine extrem geile tropische Früchtemischung, die wo sehr gut zu dem Sommer passt. Ein paar Eiswürfel in die Pfeife oder vielleicht mit Eisschlauch rauchen und dann läuft das Ding Bombe. Habe ich auch schon gemacht, muss ich auch sagen, ist auch ziemlich geil. Der Geschmacksverlust ist nicht mal so extrem beim Eischlauch, aber ich bin nicht so der Fan vom Eischlauchrauchen, deswegen rauche ich immer normal. Ja, ich könnte auf jeden Fall die Dose offen lassen und könnte meine ganze Wohnung damit bestrahlen. Riecht auf jeden Fall schon mal sehr sexy, die ganze Sache. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, viel Spaß beim Video, gönnt euch. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Peace, meine Freunde. Beste Leben.